Hallo, ich bin die Miriam. Ich habe Architektur studiert an der TU Wien und als Wieselburgerin habe ich mein Diplomarbeitsthema meiner Heimatgemeinde gewidmet und habe mich mit dem Kirchenberg beschäftigt. Was da dabei rausgekommen ist, das möchte ich euch jetzt sagen. Wenn man in der Geschichte ein bisschen zurückschaut, dann war da herum echt was los. Da hat es neben der Kirche ein Gasthaus gegeben, eine Riesenschule und am Marktplatz mal an und da herum. Da erinnert jetzt eigentlich nur mal ein Glanzschüttel dran. Und wenn ich mir heute den Kirchenberg herum so anschaue, dann muss ich ehrlich sagen, von dem Trubel damals ist nicht so viel überblieben. Und dann habe ich einen Zeitungsartikel gelesen in der NÖN. Und da ist gestanden, dass die Pfarr ein Exportzentrum bauen will. Und da war mir klar, das wird mein Diplomarbeitsthema. Ziel war ein Konzept für den Kirchenberg mit einem Entwurf für ein Pfarr- und Kulturzentrum, wo Gemeinde und Pfarre ihren Platz finden. Mein Entwurf besteht aus vier Baukörpern. Das sind drei Neubauten oben am Kirchenberg und der alte Pfarrhof unten. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass die alten Fußgängerwege, die ich als Kind oft gegangen bin, nicht mehr gibt. Und überhaupt wirkt der Kirchenberg vor der Stadt unzugänglich und verbaut. Recht einladend ist das nicht. Eine breite Freitreppe, wo man auch sitzen kann, könnte das ändern. Das Zentrum von meinem Entwurf ist das Veranstaltungsgebäude. Da gibt es einen Saal mit ca. 120 Sitzplätzen und einen Barbereich. Im Obergeschoss sind Seminarräume, die man für diverse Sachen nutzen kann, zum Beispiel Chorproben, Kurse oder Besprechungen. Im Untergeschoss ist die Jugend mit einem Jugendwohnzimmer und einem Jugendcafé untergebracht. Gegenüber ist das Verwaltungsgebäude für die Pfarr. Da sind dann die Büroräumlichkeiten drinnen und im Kellergeschoss ist dann das Pfarrarchiv und eine Besonderheit von dem Gebäude ist die Kinderbücherei. Der dritte Baukörper ist ein Wohngebäude mit drei Wohneinheiten und sollte dazu beitragen, dass das alltägliche Leben am Kirchenberg auch wieder seinen Platz hat. Dass ich den alten Pfarrhof in mein Konzept mit eingenommen habe, das war mir von Anfang an klar und habe ihn zum Haus der Vereine gemacht. Gemeinsam mit dem Veranstaltungsgebäude am Kirchenberg ergibt sich dann das Kulturzentrum. Ich hoffe, euch hat es gefallen, was ich mir so überlegt habe. Und wenn ich wen damit inspirieren habe können, dann freut mich das.